Der dritte Spieler heißt euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Teamplay Terraria mit dem Nevermore in seiner Goldrüstung und der Fackel in der Hand am Sparschwein auf dem Tisch. Was machst du da mit dem Sparschwein? Hallo, nix, das ist, mach nix. Ich war's nicht. Und dem Boomerang schmeißen Paladin. Yay! Yay! So. Bevor es aber wieder zurück in den Untergrunddschungel geht, wollen wir euch was zeigen, nämlich neues Werkzeug, weswegen wir unter anderem die ganze Zeit jetzt im Untergrunddschungel waren. Zum einen die Ivy Whip, die dann halt hier an mehreren Dingern dann festkrallt. Die wertet den bisherigen Grappling Hook auf, den wir haben. Wir brauchen zusätzlich aber noch 12 Jungle Spores. Das waren die leuchtenden Dinger, nach denen wir jetzt die ganze Zeit gesucht haben. Und 3 Wein. Und yep. Zack. Da haben wir die Ivy Whip. Und jetzt brauchen wir noch diesen Dschungelbumerang, beziehungsweise Thorn Chakram, wie der heißt. Besteht aus 16 ja. Jungle... sechs Jungle Spores. Und 15 Stinger. Und da haben wir das Gerät. Und das ist für den guten Nevermore. Yay, danke. So, jetzt komme ich mir so ein bisschen vor wie Doc Octopus aus Spider-Man. Ja, der Nachteil ist ein bisschen, dass man halt immer den nächsten wirft und dann halt den letzten wieder neu und so. Man kommt nur los, wenn man springt. Das muss man ein bisschen bedenken. Oh ja, gibt Schlimmeres. So, eben noch den Stern verwahren. Wo hatten wir nochmal unsere Sterne verwahrt? Wo war das? Ich weiß es nicht. Keine Übersicht mehr über die Trumpf. Oder hatten wir schon alle aufgebraucht währenddessen? Kann sein. Ja, die waren schon alle mehr oder weniger verbraten. Also tun wir wieder zu den Herzen. So. Ja. Dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder in Le Jungle. Moment, habe ich... Nee, stopp. Mal schauen, Inventar. Mal eben hier, wie es mit den Erzen aussieht. Können wir nämlich mal wieder ein paar Sachen hier verkaufen. Hier gleich ganz aufgeräumt haben und dann mal gucken, was unser Goldcoin-Stand sagt. Denn wir sind ja immer noch nebenbei dran, den zweiten Minischack zu sparen. Wir haben momentan... ich gebe die Truhe wieder frei. So. 30 Gold. Points. 30 Gold. Es ist bald soweit. Dann geht die Schießerei los. Oh yeah. So. Ich glaube, dann können wir uns tatsächlich auch mal den ein oder anderen Boss zur Brust nehmen und ihn zerbersten. Ich hätte da schon eine Idee. Da war doch dieser alte Typ, der uns den verschnittenen Tequila verkauft hat. Ja. Die letzte Kopfschmerz-Episode. Ich erinnere mich noch leider zu gut. Der uns an unserer Necro-Armor hindern will, habe ich gehört. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Den werden wir das ordentlich. Können wir nicht auf uns sitzen lassen. Den werden wir ordentlich zerbersten, den Typen. So. Aber erst geht's erst zurück. Mal in den Dschungel. Und ich was zum. Nein. Was? Ah, oh, what happened? Interesting. Also, Warp Dschungel 2, weil Dschungel 1 irgendwie nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, ich glaube, da ist ein Block irgendwie nicht so platziert, wie wir es gerne hätten. Positiver Nebeneffekt, wenn wir jetzt in Jungle 2 spawnen. Hier ist ein Undead Miner, der eins auf die Nuss haben will. Ich habe ihm ein paar Nüsse gegeben in Hochgeschwindigkeit. Wer ist er denn? Wer ist wer? Dr. Bones. Oh, das könnte ein bisschen vergiftet Rare. Hab. Ja, das ist ein Rare Enemy. Oh, ein Hut. Ein cool. Ein Hut? Ah. Jetzt trifft doch. Ah.
Zeig mal den Hut. Mach uns den Indiana Jones. Ja, ich glaube Archaeologist's Head. Das beißt sich so mit der Rüstung. Aber ich glaube, da gibt es auch noch mehr Items von. Das beißt sich so übelst mit der Rüstung. Ach ja. Cool, das ist mal was. Premiere, den kannte ich auch noch nicht. Oh, momentarily lag. So, Dr. Octopus bewegt sich durch. Das sieht so Banane aus. Allerdings so auf E-Hämmern. Beste Fortbewegungsart ever. Aller Zeiten. Überhaupt. Weiß gar nicht mehr. Ach, hier waren wir. Ja, da unten? Da ging es runter? Ja, irgendwie so. Ja, könnte es recht haben. Das ist irgendwie cool. Muss da mal nachgucken, wo man den Rest herkriegt. Ich mache hier mal eben den Warp-Punkt sauber. Gewissermaßen. Typ. Ja, das bleibt mal cremig. Du bist zwar jetzt Archäologe, ne? Aber man könnte schneller zu dir sagen, das gehört in ein Museum als nun ja. Was zum Geier? No more fail counter. No, 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 no. Ah. Geh lauern. Geh sterben. Wir wieder hier in der Kammer sind. Ne, wir gehen woanders hin. Hier waren wir schon. Boring. Brrrt. Es rastet aus. Hilfe. Ah. Gar nicht so einfach, das manchmal hier durch so eine Lücke zu schmeißen. Was für eine Lücke schmeißen? Mag das Ding. Sowas hier? Nein. Ah. Hat ja gut funktioniert. Ja, finde ich auch. Es ist manchmal gar nicht so einfach, es durch die Lücke zu schmeißen. Goddammit. Yay. Ah, das sieht doch gut aus. Bombe! Oh fuck! Oh fuck! Uff! Was tust du? Ich weiß es nicht. Ja, du bist ja hier der richtige Experte anscheinend. Autsch. Flippt er gleich völlig aus und springt ganz nach unten. Geronimo! Es ist dunkel. Oh, da will wieder jemand irgendwer Zufluss. Müsste das Zeug in dem Wasser aufheben. Hier will jemand... What? No, 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 no. No, sir. No, thank you. No French kissing. No French kissing! What part of no French kissing didn't you understand? Heh. It's dead. So. Nachdem wir diese kulturellen Differenzen auch geklärt hätten, sollten wir mal weitersuchen. Wir noch ein paar Fackeln platzieren, damit wir auch was sehen können. Soll ich den Weg nach unten freisprengen? Nein. Irgendwie gefällt mir das mit dem Sprengen nicht so. Ist so unübersichtlich, was passieren wird. Oh,
Aber genau darin liegt doch der Reiz. Ich weiß nicht. Ah. Oh. Surprise, surprise. Wer hätte das gedacht? In diesem dunklen Raum sind Monster. Also ich hätte da jetzt mal nicht mit gerechnet. Well. Hm. Das ist interessant. Oh, eine Kiste. Ja. Ich auch gerade eine Leuchtspurmunition hat die Kiste erhellt. Ich erhält gleich auch noch was. Oh mein Gott, die Kiste. Kiste wegspringen will. Yay. Was haben wir drin? Wir haben Gold. Wir haben einen Ruthless Enchanted Boomerang. Gut. Minus 10% Knockback plus 15% Damage. Na, keine Verbesserung zu dem, was ich schon habe. Du hast jetzt momentan sowieso den Überboomerang. Plus 3. Noch nicht, nein. Der kommt erst noch. Aber das Ding ist schon eine angenehme Verbesserung gegenüber dem anderen, vor allem weil es auch schneller ist. Bis jetzt auf die Schnelligkeit, was ist sonst noch der Vorteil dieses Todesinstruments? Reicht ein bisschen weiter, es ist schneller, es macht mehr Schaden, es kann den Gegner vergiften. Habe ich schon gesagt, dass sich dein Hut geradezu unerträglich mit deiner Rüstung beißt, optisch? Ich hoffe, du hast nicht erwartet, dass ich ihn deswegen jetzt wieder ausziehe. So hätte ich das jetzt nicht formuliert. Ich mag den Hut. Lass ihn ruhig an, er steht dir. Rausfinden, wo man den Rest davon herkriegt. Irgendwann habe ich das im Wiki mal gesehen, dass es da so ein ganzes Set gibt für die Optik. So, und weiter geht's. Da, 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 da. So, der Nachteil an dem Boomerang ist, dass er nicht leuchtet. Im Gegensatz zu dem anderen. Lässt sich aber eigentlich noch fast verschmerzen. Das kommt dann auch bei späteren Versionen wieder zurück, das Leuchten. Scheint es mir nicht weiterzugehen. Oh, hier, doch weiter rechts, da leuchtet wieder was. Scheint eine größere Kammer zu sein. Glaube ich. Vielleicht. Bitte keine Zungenkussmonster, bitte keine Zungenkussmonster. Ich bin schon wieder im Dunkeln, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Entschuldigung. Es werde Licht. Oh. Das ist interessant. Da ist zwar nichts, aber trotzdem sehr interessant. Interessant, dass da nichts ist.
wie ich sehe, hast du Spinnenweben gefunden. Wie fühlte sich Dr. Jones? Ich würde sagen, diese Spinnenweben gehören in ein Museum. Oh. Forke. Ja, ups. What? Ich bin auf Wasser gestoßen. Was tust du? Ich bin auf Wasser gestoßen. Ein hinterhältiger Anschlag. Och. Oh, das ist, war noch mehr, also so ist das nicht. Ja, ich sehe, du hast alles im Griff. Natürlich. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff, weißt du doch. Silber. Genius Paladin strikes again. Ich mag das nicht. Da hat gerade irgendetwas durch den Abbau von Copper ein Damage bekommen. Oh mein Gott, da will wieder etwas ein Zungenkuss. Machst du da die ganze Zeit? Hab ich genau gehört. Komische Dauerplätschern? Nein. Irgendwo ist was im Wasser unterwegs. Ich dachte, du wärst das. Nein. Okay. Oh. Geh weg! No French kissing today, thank you, thank you, thank you, and die, please. Danke. Okay, also dieses Plätschern geht mir jetzt schon dezent irgendwie ein bisschen auf den Keks. Ja. Bin's nicht. War das nicht? Ah. Interessant, wenn ich ein bisschen links von meiner Position gehe, dann ist das Geräusch weg. Ja, bei mir auch. Oh, Spores gefunden. Wir brauchen mehr Stinger, wir müssen uns mal mehr um so Wespengedöns-Viechzeug kümmern. Das Schwert, was wir hier bauen können, braucht auch Stinger. Oh, da wäre ich fast in der Umgebung stecken geblieben. Das ist nicht gut. Oh, ich habe eine Statue gefunden. Cool. Von Edward irgendwas. Norton, Johnny Gat, Elvis Presley. Imp-Statue. Oh, hey. That's not a good sign. Oh, da unten leuchtet etwas blau. Es könnte Demonite sein. Ah. Me gusta. Größere Räume. Hier kommen keine Wespen in den kleinen Räumen. Oh, 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 oh. was ist los? Was ist passiert? Man sollte vorsichtig sein, bevor man sowas ausspricht. Ich habe einen größeren Raum bekommen. Genau unter mir. Hm. Aber warum klingst du denn voll nicht erfreut? Oh. You wished and received. Yes.
noch vergiftet. Ich glaube, der Raum ist nach unten hin so groß, dass es, wenn ich oben stehe, unten neue Mobs spawnen kann. Oh. Die Moonglows sind angegangen. Lass mal gerade ein bisschen den Raum erforschen. Oh, ich habe einen Holzraum gefunden. Joink. Jester's Arrows, 9 Range Damage. Wurfmesser. Healing Potion. Torches. Oh mein Gott, ja, der Raum ist groß. I don't like how you say that. Der Raum hier hat eine sehr eigenartige Struktur. Er sieht aus wie ein Pferdekopf. Mit Einhornansatz. Oh, schön, dass die Man-Eaters gespawnt sind. Habe ich mir schon immer gewünscht. Vitalities ein bisschen Undead dauern. Miner. Skeleton. Noch mehr Potion, noch mehr Jester's Arrows. Oh. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Ich glaube es nicht. Eine Stange Dynamit. Oh mein Gott. Ja. Dynamit. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mir gefällt das. Ja, das glaube ich. I do approve of this. Yes, indeed. Du könntest mir zumindest beipflichten. Ich meine, das kommt uns allen zugute. Gewissermaßen. Vielleicht. Oh, es sind sogar zwei Herzen direkt nebeneinander. Das ist ja mal was. Ich könnte es von mir aus ruhig öfter tun. Oh, hier haben wir wieder so Gekröse. Life Crystal. Oh, Life Crystal. Bauschit? Hast du Bauschit geraucht? Nee, aber vier Viecher, nämlich fünf Viecher zum Kuss. Der Mini Sharp bekommt jetzt gut was zu tun. Holy Taco. Süß. Fear, Captain.
Hast du dich selber gesprengt? GZ. Boah, das muss ich mir nachher angucken. Ich hab dir gesagt, spiel nicht mit dem Sprengstoff. Es war nur eine Bombe. Noch nicht mal das Dynamit. Aber ich glaube, on that bombshell, Dynamit sprengst. Aber on that bombshell können wir diese Episode abschließen. Okay. Das war's von uns an dieser Stelle mit Nevermore und Paladin Fenders von Let's Teamplay Terraria. Bombenstimmung aus dem Underground Jungle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode. Wenn es wieder heißt Zerbersten Deluxe. Tschüss.